Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 3 über DC Steve und... Ah ja, glaubt mir, den 4.8. ist auch dabei. Gleich vorweg, falls ich seltsam klingen sollte oder so, ich bin aktuell, ja, ich sag mal, pseudo-erkältet, ja? Also, mir geht's nicht gut, aber ich bin auch nicht so 100% erkältet, wenn ihr versteht, was ich meine. Tja. Steve hat wieder im Lotto gewonnen. Hat sich wieder eine volle Tüte unangenehme Sachen eingefangen, um euch zu. Ne? Das ist ein Klammer, ich gerade explizit zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen. Leider gerade mal etwas weniger Videos, aber das wird natürlich jetzt auch wieder gerade zu erhöhen. Ich meine, das könnt ihr jetzt gerade nicht zuordnen, aber trotzdem kommen konsequent Videos. Ne? Ich bin sehr stolz auf dieses Video. Ich denke mal, dieses kommen wochenlang nicht Phasen aktuell. Das möchte ich betonen. Wir haben ja auch schon einen ganz guten Vorrat gerade an Videos schon von Vampire Spawn, ja. Genau. Auch, ja, nach und nach werden wir noch ein paar andere Spiele aufnehmen. Und ja, das hat einen gewissen Vorteil, wenn wir so einen gewissen Vorrat haben von verschiedenen Spielen. Also noch wirklich mal die Möglichkeit gibt, falls ich mal langfristig nichts aufnehmen kann oder so. Was halt nicht unrealistisch ist. Falls doch mal ein Arzt auf die Idee kommt, wirklich dir das zu ermöglichen, was du schon immer wolltest. Nicht immer wolltest, aber was du eigentlich brauchst. Genau. Und nicht ein Krankenkassengerangel da wieder kommt. Hurra. Naja, also es wäre jetzt nicht unrealistisch, dass irgendwann vielleicht wirklich mal eine Phase kommt, wo ich dann noch wirklich, keine Ahnung, 6, 8, vielleicht sogar 10 Wochen am Stück nicht aufnehmen könnte. Und dann ist es halt schon ganz cool, einen gewissen Vorrat zu haben. Ja. Und natürlich hat es einen gewissen Vorteil, wenn man das hier in einem gewissen Flow aufnehmen. Ja. Da sind wir in dem Spiel noch drinne und ich wusste ja, wir haben ja beim letzten Mal noch nachgeguckt, wie man hier überhaupt hochkommt. Genau. Das haben wir ja letztes Mal übersehen gehabt. Genau. Ja, übersehen, es ist halt nicht wirklich offensichtlich, dass da oben ein Gang nach oben noch ist. Ja. Also, wir mussten im Maker ein bisschen nachgucken. Ich wollte jetzt eigentlich gerade Blut saugen, aber wir haben so viele Tränke. Deshalb ich jetzt ja. Items werfen werde. Ich bin überrascht und glücklich. In einem Moment. Danke, Steve. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt gleich noch bekommen werden. Also besser, ich weiß nicht, ob wir diesen Part überhaupt noch bis zum Gelaber kommen, aber wir haben ja schon gesehen, es wird nicht sehr viel, nicht mehr viele, so viele Gegner kommen können. Es sind, glaube ich, noch 2 Räume im Keller und dann sind wir ja bei ihm. So, mir fällt gerade auf, dass ich die Angst noch nicht verteilt habe. Das kannst du ja auch noch machen. Ja, alles um. Dauer ab bis 50 Leben. Dann gibt's Walner, der Wurst. Ja. Du hast 6 Stück davon, du musst mehrfach drücken, ne? Ja, dann gehen wir die mal alle Walner rein. Ja, alle Walner rein. Rein mit ihm. So, Blutangst. Blutangst, Blutpunkte. Wird am wenigsten. Ja, ruft da. So. Noch ein. Oh, jetzt kann man. Achso, das hat jetzt er bekommen. Und ja, Schattenangst gibt beides. So. Ja, dann. Wieder. Na komm, gib's mal. Ja. Genau. Nehme ich dann noch eins. Und den letzten nochmal Elaine. Und gib mir Elaine nochmal eins. Genau. Und ein zweites. Okay. Ja, sehr schön. So, wie ihr seht, hier. Wir sind überall ausgemerkt. Ja. Wir können auch wieder Geld abholen, wenn wir wollten, aber wir brauchen das Geld halt nicht, ne? Was suchst du? Tränke sind weiter oben. So, wie Geld haben wir? Ja, pass auf, ich mach was anderes sogar. Ja, 536.000 haben wir. So, Zuflucht, Thronsaal.
Du benutzt es fast da. Oh, das ist natürlich auch eine Idee. Weil wir haben das Geld. Wir haben wirklich Geld. Und wir brauchen es auch nicht. Vielleicht hat die Blume auch wieder was für uns. Ah, sehr schön. Sehr Muss ihn gut, sehr aus dem gut, sehr Saft gut. ab. Mal das. Gut. Noch was? Überleg Haben Sie nicht, gerade. oder? Achso, ja. Deswegen wollte ich mich auch hierher. Und zwar, wo kriegen wir nochmal die Buffs? Bei wem? Unten im. Ach nee, bei dem. Der steht jetzt hier oben, Hier? ne? Nee. Nee, siehst du es nicht. Der ganz oben steht, glaube ich. Muss ein Kerl gewesen sein. Nee, der ist es nicht. Nee, Das ist hier der links dann Händler. vielleicht. Nee. Das Stimmt. hat, der hat aber auch nur das Standardzeug, oder? Ja, der hat nur einfach Standardwaffen, der Kerl. Wirklich nützlich, dass wir den haben. Wo steht er denn schon wieder rum oder steht er unten? Oder ist der in der Mitte da? Der Kerl da, der hier. Ja, der ist es. So, wir haben unendlich viel starke Seelen, also hier machen wir mal den Buff. Bisschen weniger. Ja, da ist auch wieder. Das ist gerade der Hauptgrund, was ich jetzt gemacht habe, damit es Connect übernommen haben. Ja, gesehen habe, dass wir voll mit Seelen sind. Und dann kann man tatsächlich immer mal ihren Buff aktivieren und gleichzeitig immer Und trainieren. 10% ist schon mal was. Das kann man gerne mitnehmen. Dann will ich den Buff ein bisschen aufladen können, dass man einfach sagt, so, ich will jetzt dreimal den Buff oder so. Also nicht, dass der 30% ist, sondern einfach die Dauer, darum geht es mir gerade, ne? Dass du irgendwie. Ja, wir wissen nicht, wie lange der hält, ne? Ja, Ob es ein genau. Anteil an Kämpfen ist oder ein Timer dahinter steht, Richtig. ich kann es selber auch nicht sagen. Aber mit. Ja. Aber mit unserem. Mit den Buffs, mit den Amuletten und Co. sind unsere Zauberkosten doch wirklich gering. Muss man ja schon so Okay, sagen. gut, das war trotzdem dumm, scheinbar. Ah, nein, das war clever. Dann ich will gleich mal neu. Hey, guck mal, unnützer Loot. Freust du dich, Steve? Yay, die Arschlochklinge. Die uns selbst schadet. Woo! Ja, gegen die Bogenschützen ist auf jeden Fall sehr effektiv. Und der Rest hat zumindest neutral getroffen. Und wir legen dann mit dem Vierfachblitz drauf, deswegen. Ja, der ist wirklich stark. Wenn man das in Kombination mit Wasser ist, jetzt schon Bombe. Perfekt, da hinten schläft. Aber sind beide eingeschlafen? Kann sogar sein. Zumindest bei diesen Gegnern fühlen wir uns mächtig, ja. Na, ich bin mal gespannt, wie der Kampf gegen Sir Balto wird. Was war der Charakter mit dem
höchsten Live-Pool, den ich halt da mal gesehen hatte. Du meinst da, wo quasi Giftkull wäre und der wird wahrscheinlich Giftimmun sein? Der ist wieder gegen alles immun, der Kerl. Der ist wieder gegen alles immun. Sehr schön, dann haben wir nochmal all die Items und tollen Loot bekommen und dann können wir unten noch ein bisschen weiter kämpfen. Genau. Ach, kriegen wir jetzt schon Rückblende? Ach. Ah, der. Oh. Ja, ist ja, der Opa ist ja weg, ja? Mhm. Warum hörst du auf zu erzählen? Oh Gott, die Stimme, das glaube ich, mich echt anstrengend. Ja, dann lass sie für heute. Du benimmst den. Ja, hatte ich doch. Den Jungen mache ich tatsächlich. Schau mal gut, wie ich ihn bekomme. Ja, ist okay. Es ist wichtig zu verstehen, dass alles, was jetzt in meiner Erzählung folgt, gravierende Folgen für die Welt hatte. Folgen, die so massiv sind, dass ich dir vielleicht erst erzählen sollte, wie Aska noch andere Aufgaben zuvor erledigt hatte. Das ist jetzt der Punkt von wegen. Ne? A point of no return. Mhm. George, was meinst du? Ich könnte dir erzählen, was in Sir Balthus Versteck passierte. Doch danach wird es kein Zurück mehr geben. Soll ich dir noch erzählen, wie die drei Vampire vorher noch ihre restlichen Nebenaufgaben in der Welt gelöst haben? Das klingt falsch. Ja, das sind meine Nebenaufgaben. Kennt ihr das auch, wisst ihr? Wenn ihr zum Beispiel jetzt einkaufen geht und das zur Post gehen müsst, dann ist die Post quasi eine Sidequest. Dann kriegst du nachher so einen schönen grünen Haken nachher, wenn du es erledigt hast, ne? Dann kriegst du noch 50 gut gemacht Punkte, Wolkenpunkte und dann. Oder wenn eure Main-Quest kochen ist, ja, und ihr dann quasi nebenbei noch was macht, ist eure Sidequest zum Kochen. Bei der optionalen Quest zum Beispiel könnt ihr die gerade auf den Schälen hier ins Wasser werft. Also das erhöht dann die Qualität des Endproduktes, wird ja auch dann gleich deklariert. Ja. Ich weiß nicht. Nun, falls du die restlichen Nebenabenteurer von Aska nicht mehr hören willst, könnte ich mit den Geschehnissen in Sir Balthus Versteck fortfahren. Ja, wollen wir. Genau, wir haben ja einen Spielstand theoretisch davor, wir haben alles gemacht. Genau. Das Einzige, was wir noch machen könnten, aber nee, wir haben uns ja auch alle vernünftigen Preise geholt. Wir haben uns alles geholt, Steve. Also wir waren überall, wir haben alle Geister gesammelt, wir haben alle Nebenquests gemacht. Wir sind bereit fürs Ende, Steve. Wir haben alle Leute auch geholt. Alle, ja. Also das ist wirklich ein 100% Let's Play, ne? Das ist eigentlich krass, ja. Also. Selbst was die normalen Geheimnisse angeht, ja. Sind wir ziemlich. Also ich bin mir recht sicher, dass wir zumindest 90% aller Sachen haben wir mindestens gefunden. Ja, ich hoffe, dass es zumindest am Ende noch eine Zusammenfassung gibt, wie viel man hat. Weil ich habe zumindest mal ein Event gesehen im Maker, dass er scheinbar das schon intern hochzieht, wie viele Geheimnisse man hat. Ja. Also hoffe ich, dass wir am Ende da was bekommen. Das würde mich echt interessieren. Also ich hoffe ja sogar auf 95% aufwärts. Ja. Weil ich war ja wirklich teilweise. Du warst wirklich. Bist im letzten Part nochmal zurückgegangen und hast es noch geholt. Also wir waren schon sehr penibel. Überleg mal, bei Vampire's Throne 1 und 2 habe ich ja gar keinen Wert drauf gelegt, eigentlich auf diese Geheimnisse, ja. Und ich verstehe nicht. Das wirst du noch. Die Wahl liegt nun bei dir. Ah, wir kriegen sogar nochmal einen Spielstand. Nun mache ich jetzt mal Folgendes. Ich speichere mal wieder auf 1. Okay. Ja. Bam. Und ich speichere auf 2. Und jetzt machen wir quasi von hier weiter. Ne? Das heißt, selbst für den Fall aller Fälle, dass ich einfach nochmal einen Bonuspart machen möchte, wenn wir noch irgendwas zeigen wollen oder so, dann wird es jederzeit möglich. Genau. Ja, also, let's go. Ja, wir haben es verstanden. Ja, haben wir. Danke. Wir gehen rein.
Wollen wir noch Items kaufen? Nee, wir haben alles, Steve. Wir sind voll. Wir können keine dicken Vampirsteine kaufen, von dem her den Rest haben wir. Den Rest haben wir, ne? Ja. Wir sind, genau. Wir sind, das sind unser die Frage, Körper ist ready. Das ist die Frage, können wir überhaupt noch einkaufen sozusagen jetzt danach? Oder sind wir jetzt ja, ich denke schon. Das ja, aber. Warum warten wir dann noch? Holen wir uns das Buch. Exakt. Dieser Sir Baltur ist also die ganze Zeit derjenige gewesen, der die Soldaten des Heiligen Kreuzzuges zu Elras macht, Valnar, mit Hilfe des Zauberbuches der Elras. Das ist das, was ich herausgefunden habe, was ich mir aus dem Arsch ziehe. Weil... Das hat er nicht rausgefunden. Nee. Sie wissen doch, dass Jaina und Nyria beide zusammen für den Kreuzzug arbeiten. Wäre es nicht viel nahestehen, und dass die beiden das waren, anstatt der? Klar, Valnar will uns anlügen, um abzulenken, ja. Aber es ist eine schlechte Lüge. Ja. Übrigens, dieser Blutspakt, ja? Hat keine Rolle gespielt. Wir haben ja gesehen, dass das Nyria auch zu Elras wird. Mhm. Also, wäre es nicht offensichtlicher, dass die das Teil genutzt hat und deswegen selbst zu Elras wird, weil sie die ganze Zeit das gemacht hat? Ich will nur mal betonen, dass dieser Blutpakt, ja, mit den Kindern der Apokalypse keine Konsequenzen hatte. Ne, hat er auch nicht. Der ist komplett Banane. Wir können nur hoffen, dass er das Buch hat. Ihr habt diese Nyra in Atronus gesehen. Sie ist definitiv mit den Elras Magie verzaubert worden. Die Soldaten waren allesamt korrumpiert. Immerhin. Das passt doch hinten und vorne nicht. Wieso sollte Sir Baltur hier einfach Steck haben? Die Soldaten in dieser Festung waren eindeutig nicht korrumpiert. Hey Mensch, diese denken mit. Wir finden mehr heraus, sobald wir ihm persönlich die Wahrheit aus den Rippen schneiden. Okay, jetzt ist sie auf Brutalität interessant. Er wird so lange leiden, bis wir endlich wissen, welches Spiel hier gespielt wird. Wir spielen hier Vampire Storm, so Crimson Realm. Ein Gaming-Highlight. Mit tollen Items. Mit tollen Minibossen. Okay. Sind das Hände, die mit denen die wippen? Sind das Flügel? Sind das Menschen? Ist das was anderes? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Stalldolche, die sie in der Hand haben? Oder sind einfach mutiert? Ich weiß es nicht. Was haben sie in der anderen Hand? Sieht auch komisch aus. Was soll das darstellen? Okay, die können mal wegblitzen. Ja. Oh ja, das kriegen wir hin. Ohoho! Okay, wir sind schwach gegen Apokalypse. Na, sehr schön. Wahnsinn. Die Feuerdinge haben auch im ganzen Playthrough nicht einmal genutzt. Nicht ein fucking Mal. Aber vielleicht sind die ja im Hardcore. Ich kürze ganz schnell ab und mache Speedrun draus. Vielleicht nützlich. Weil wir dann keine Punkte dafür ausgeben müssen. Mhm. Und wenn die einen fixen Damage-Wert haben, könnten die wirklich im Early Game nützlich sein. Kriegen wir zumindest auch unseren Werwolf hier durch, ohne dass er sterben wird. Ja. Was er schön für den Bosskampf wieder seinen Buff hat und auch richtig schön Damage drücken kann. Das gefällt mir.
Fall, bei dem werden wir ordentlich Ausdauer brauchen. Angst, dass wir auszusehen den richtigen Weg gehen. Du, ne, also wir, wenn wir eine Treppe nach unten gehen, sind wir richtig, aber dann können wir ja nochmal zurückgehen. Das ist ja nicht, nicht in Stein gemeißelt. Das ist auf jeden Fall optional hier. Wie gesagt, der Grund, warum ich gerade einfach großzügig die Spells mache, ist, wie gesagt, wir haben genug zum Heilen. Und durch diesen Buff und unser Talisman und noch das andere Teil sind halt unsere Mana-Kosten vielleicht gerade 30% oder so auf unseren Hauptcharakteren. Genau, wir haben ja einmal 50% gesenkt und dann haben wir die nochmal Senkung von den. Wenn noch ein Item, was 10% bringt und dann halt jetzt gerade noch den Buff dazu, das ist halt dann schon günstig zu casten alles. Dann macht das Casten auch Spaß. Irgendwie kannst du, die Items egal sind, die man findet, ne? Ja. Ne, also wir hatten auf niedrigen Leveln hatten wir interessantere Items gehabt als jetzt wieder auf dem Max-Level. Das ist so, manchmal so random. Das ist so random. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht davor irgendwann mal. Riecht ihr das? Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Das ist kein gutes Zeichen. Halten unsere Waffen bereit. Hier könnten noch weitere Feinde lauern. Ja, wir brauchen unbedingt noch den Werwolf und gut. Da gehe ich mal nur sicher, machen wir doppelte Apokalypse. Ja, ja, ja. Erst die Gegner gar nicht zum Zug kommen lassen, dann wird alles knuffig. Ja, ich will gar nicht wissen, was die können. Ne, absolut nicht. Irgendein Bullshit kennen die wieder. Das haben wir schon oft genug gemerkt. Oh, die Gegner kommen einmal zum Zug. Rasten komplett aus. Oh, ich kann schlafen. Hab mehrere Züge, mache AOE, dann nochmal Schlaf und dann kommst du nie zum Zug. Geil. Wahnsinn, eine Blutflasche. Das ist halt Copy-Paste-Event, ne? Dem Event ist das egal, ne? Dem Spiel Fortschritt. Kriegen wir echt nicht noch das Level ab vorher? Scheint so. Das ist schade. Verdammt nochmal, was ist das? Also ich meine nicht Level Up, sondern für den Werwolf, ne? Das ist das Sir Baltur? Du meinst wohl, war das Sir Baltur? Ja, dann ist der Werwolf vielleicht auch nutzlos, ne? Irgendjemand hat den Miskal schon vor uns erledigt. Verflucht, und wo ist das Buch? Dort vorne auf dem Tisch liegt etwas. Sriracha-Soße. Ja. Das ist eine Fallenkarte. Das scheint eine Art Notizbuch zu sein. Ein Notizbuch, was steht drin? Hier ist ein Eintrag von vor einigen Tagen. Warenbeschaffung. Eine Frau im Wald in der Nähe von Atronos. In Ordnung, Soldaten, hergehört. Hier soll sich ein weiteres Weib versteckt halten. Laut meinen Informationen wohnt sie hier zusammen mit ihrem Mann. Nutzen das Standardvorgehen. Marius und Belgor, ihr zwei geht hinter das Haus und haltet euch bereit. Durch die Fenster müsstet ihr sehen können, wo sich das Weib aufhält. Na, wo ist der Baltur?
Wir halten uns hinter den Mausen bereit. Ja, ich habe eine richtig coole Narbe über die Lippe. Mhm. Das muss überhaupt nicht wehtun. Das ist spannend. Wie üblich wird sich das Weib vermutlich im Schlafzimmer verstecken. Da, wo es hingehört. Oder in die Küche natürlich. In die Küche. Mit der Kette natürlich. Ja, damit es schön zart bleibt, darf es sich nicht so weit bewegen. Ja, haltet sie im Auge. Ich werde den Kerl ablenken, damit ihr durch das Fenster eindringen und euch das Weib schnappen könnt. Ja. Schlagt sie K.O. und. Ja. Ich bin immer irgendwie persönliches Ding, ja. Wenn sie ausdrücken wie K.O. oder okay, also auch okay geschrieben, ja. Okay. Immer in so in solchen Fantasy-Welten nicht so der Freund von, um ehrlich zu sein, aber ja. Es ist halt Umgangssprache, ne? Ja. Ich finde, es passt irgendwie nicht so ganz rein, wenn man sich überlegt, wo die Begriffe eigentlich herkommen, weißt du? Weil, also, das sind halt so Begriffe, die hundertprozentig damals halt nicht also ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Es ist natürlich in Ordnung, es ist auch eher kleinlich gerade, ja. Also, ich weiß nicht, ist vielleicht einfach ein persönlicher Geschmack. Ich würde solche Begriffe einfach nicht benutzen. Was mir auch aufgefallen ist, dass ich so in kommerziellen Spielen, okay, das ist ein kommerzielles Spiel, ich rede jetzt einfach mal von AAA-Spielen oder so, in einem Diablo oder so, aber ich kenne auch kein Okay oder K.O. oder sowas irgendwie. Also, sobald ich irgendwie Leute habe, die sich tatsächlich mit der Wortwahl ein bisschen intensiver auseinandersetzen, finde ich, tauchen diese Begriffe halt nicht auf. Damit meine ich jetzt nicht 90er-Jahre-Übersetzungen. Toten-Mäus-Übersetzungen waren speziell. Hast ein paar Studenten das Spiel gegeben, Leute, ihr übersetzt das jetzt, ne? Aber macht das mal frei Schnauze. Ich will betonen, dass es jetzt nicht weiter wild ist. Das ist einfach so ein persönliches Ding. Ja, schlagt sie K.O. Und ich hätte auch einfach stehen können, bewusstlos. Statt K.O. Das meine ich damit. Ja. Schlag sie K.O. und schleif sie dann wieder über die Fenster raus. Also das Fenster rausschleifen. Ja. Das ist schon. Ne? Boah. Schwierig. Behalt euch und tragt sie dann zu den anderen Frauen in die zweite Kutsche. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Und sagt dafür, dass ihr eine Tätowierung bekommt. Ich bringe dann den Ehemann zu den anderen Kerlen in meine Kutsche. Aber warum so umständlich? Ja. Wenn ihr eh beide mitnehmen wollt, spielt einfach rein, schnappt euch beide, dass die beiden hinten aufpassen, dass keiner abhaut, ist okay, aber warum sollen jetzt hinten rein, sie dann da K.O. schlagen, dann wieder durchs Fenster raus, um sie dann wieder nach vorne zu bringen? Ja. Nee? Warum? Also das ist ein bisschen dumm. Ja, keine Ahnung, einfach beide, die haben die Überraschung, was ist ich, vielleicht durchs Fenster so eine Art magische Rauchbombe oder so, was weiß ich, ja, also irgendwie einen Rauchball werfen, keine Ahnung, ne? Ja, aber die Personen drinnen müssen eh schon mitbekommen haben, dass draußen jemand angekommen ist. So, ja, ne? Aber da kommt eine Pferdekutsche, Da steigen da quatschen da Leute vor unserem Haus, das bekommen sie, das müssen sie damals mitbekommen haben. Ja. Ne? So. Warum tippen wir den Ehemann nicht einfach? Hey, gut, was stellst du für dumme Fragen? Wenn du zu unserer Gruppe gehören willst, solltest du besser zuhören. Ansonsten kannst du die Privilegien vergessen. Kapiert? Schlock. Natürlich, bitte verzeiht sie bald. Und damit du es für alle mal kapierst, ja, Spieler, hör mir zu. Danke, dass du diese Frage gestellt hast, dann kann ich den Spieler das auch erklären. Wir befinden uns im Krieg gegen die Vampire. Angeführt von der elenden Elaine Frinia. Und den schlimmsten Vampir von allen, Asghar Seran. Die beiden erschaffen völlig unkontrolliert neue Vampire und bedrohen damit die gesamte Menschheit. Wir können nicht davon ausgehen, dass die von ihnen angeführten Vampire jemals den Wert unserer Sache verstehen werden. Die meisten haben keinen eigenen Willen, sondern werden von Elaine und Asghar kontrolliert. Ja, das stimmt ja nicht so ganz. Dadurch wird die gesamte Menschheit ausgelöscht. Und da dieser Krieg unzählige Soldaten fordert, schicken wir die Ehemänner an die Front.
Oder willst du der Nächste sein, der gegen einen Vampir kämpft? Die Ehemänner haben doch gar keine Chance. Das ist egal. So ist es. Aber auch ein Dummkopf landet mal einen guten Treffer. Natürlich wird keiner dieser Männer überleben. Doch wenn 10 von ihnen wenigstens ein Vampir töten, ist das schon mehr, als sie in ihren jämmerlichen Verstecken jemals getan hätten. Wisst ihr, was das Problem daran ist? Dass der Vampirismus ja quasi wie ein Parasit funktioniert. Genau. Das heißt, wenn jetzt fütterst du den eigentlich noch mehr Vampire ins System, genau, dadurch, dass du ihnen Kanonenfutter entgegenschmeißt. Ja, also die Vampire müssten eigentlich nur clever genug sein, diese Leute nicht umzubringen, sondern auch einfach zu Vampiren zu machen und den Snowballen, die ja den Gegner. Genau. Also die Taktik ist nicht seine große Stärke. Ja. Diese Maden haben es vorgezogen, nicht dem Heiligen Kreuzzug beizutreten. Da sind das keine Männer, sondern Feiglinge. Männlich sein bedeutet, Teil des Heiligen Kreuzzugs zu sein. Oh ja. Feiglinge, denen man einen Grund geben muss, endlich gegen die Vampire zu kämpfen und so die Menschheit zu retten. Ich verstehe es, Herr Baltor. Gut, dann halte dich an den Plan und spiel mit. Bereite schon mal eine Lederrüstung für den Feigling in diesem Haus vor. Leg schon mal alles bereit. Aber warum, also wenn ihr die jetzt schon zwangsrekrutiert, warum gibt ihr denen nicht, bevor ihr sie wirklich an die Front schickt, erstmal eine kleine Grundausbildung? Eine Grundausbildung, dass sie zumindest eine reelle Chance hätten, zu überleben. Das hätte doch viel, viel mehr von, als sie jetzt, ja, wir haben die jetzt genommen. Und jetzt schicken wir sie einfach gleich, wir wissen, dass der irgendwo verlegt, schicken wir die hin. Und wir wissen, der kommt nicht mehr wieder. Also, wozu dann? Ne? Könnt ihr doch gleich sein lassen. Könnt ihr hier auf der Stelle umbringen, habt ihr mehr davon. Richtig. Ihr müsstet die nicht auch noch durchfüttern oder das Equipment bereitstellen. Nur nebenbei, das wäre ja auch quasi eine Taktik, wie es auch einen Krieg gab. Es ist quasi Nahrung verbrennen, ja. Also einfach quasi Menschenorte abfackeln und so weiter und dort alle umbringen und den Vampiren quasi die Nahrung nehmen. Also ich meine, genau, das wäre vom Menschlichkeitslevel wirklich minus 9000. Ja. Wahrscheinlich wäre selbst das besser, als es die machen. Ja, das ist die Taktik der verbrannten Erde, ne? Ja. Also wenn du dich zurückziehen musst, weil du die Stellung nicht halten kannst, mach die Stellung so unlukrativ für den Gegner, dass er da auch nicht bleiben kann. So blöd es auch klingen mag, ja, in dieser Welt wäre es sinnvoller, denn Schwache und Verletzte und so weiter lieber umzubringen, anstatt die zurückzulassen. Wenn du die zurücklässt, dann gibst du den Vampiren ja Nahrung oder neue Vampire. Ja. Vor allen Dingen könnte ja jemand, der auch schwer krank ist, zum Vampir gemacht werden und ist ja dann wieder gesund. Das heißt, die hätten sogar eine Motivation, sich anzuschließen. Übrigens, ja, verstehe ich noch nicht, warum Vampire das nicht mal Taktik gemacht haben. Hm? Dass sie einfach aktiv Kranken anbieten, ja, join unserer Gruppe, ne? Und du bist gesund. Und, ja, wie es ein NPC hier gemacht hat, ne? Der ist ja dann, hat sich ja zum Vampir machen lassen, weil er krank war und hat dann aber halt seine Familie dafür verraten. So. Und ich meine, dürfte es nicht auch genügend Leute geben, die sich nicht schon den Vampiren mit dem Argument des ewigen Lebens anschließen? Ja, stimmt. Ja, klar. Das ist halt das Verkaufsargument, was sie haben, ne? Die Unsterblichkeit. Genau, du Nahrung hast. Genau, stell dir mal vor, ich würde Unsterblichkeit angeboten, ihr seid für immer, keine Ahnung, vom Körper her dann 35 oder so. Ja. Perfekt. Aber gesund, 35 genau. Und durchtrainiert, 35, ja. Also, ja. Und ihr seid noch kein Skelett oder so, das heißt, ihr könnt auch noch, ne? Ja. Also ihr könnt ja Fleischeslust noch frönen. Und nicht mal die Gefahr haben, dass ihr jetzt ein Kind zeugt dabei. Ja. Also, ich will mir schon vorstellen, dass da genügend gibt, die einfach sagen, yo, mach ich. So. Vielleicht erwischt einer der jämmerlichen Maden ja einen Vampir. Ich werde währenddessen mit meinem Plan weitermachen, eine neue Zukunft zu schaffen. Dieser Krieg wird bald enden. Und dann werde ich eine der mächtigsten und wichtigsten Personen auf dieser Welt sein. Ich bin der größte Influencer aller Zeiten. Was? Du kannst Gronkh doch nicht einfach so vom Thron stürzen. Eure Mithilfe
wird sich für euch auszahlen. Jeder meiner frühen Follower, ja, kann später sagen, von Anfang an dabei gewesen zu sein. Mhm. Ja, wer zum Zeitpunkt meiner Machtergreifung einen 100er Sub-Badge hat, den, ja, wird Vollkommenheit garantiert. Und Gnade den, der unter allen 10er Sub-Badge hat. Das sind alles nur die dem Erfolg nachlaufen. Die anderen, die wussten schon. Ja. Ich bin geil, aber die anderen sind erst so. Ah. Sehr gut. Jetzt klopft er ja irgendwie doch sehr offen. So, ja. Ne? Dort aufmachen. Post ist da. Wir haben ein Bier in der Nähe gesehen. Und wie zuerst die Spinnenweben geladen haben. Der erbärmliche Kampf der Ehemänner gegen das Unvermeidliche dürfte nur kurz gewesen sein. Die Ware konnte im Haus der Freudentränen eingeliefert werden. Einsatz erfolgreich. Morgen mache ich weiter. Es dürfte halt wahrscheinlich der Anfang gewesen sein, wo wir diesen einen Typen gespielt haben, ne? Ja, genau. Das Schwein hat also selbst die ganzen Frauen entführt und in das Haus der Freudentränen gebracht. Dieser elende Mistkerl. Das erklärt, wo die ganzen jämmerlichen Soldaten damals in der Höhle herkamen. Was? Wovon redest du? Nichts. Was dich interessieren müsste. Tja, der Wurm hat bekommen, was er verdient. Wer auch immer ihn zugerichtet hat, wusste offenbar von seinem Versteck. Das ist an den ganzen Soldaten hier in der Festung vorbeigekommen. Steht sonst noch etwas in dem Notizbuch? Warum ist in so einem Notizbuch so eine Story drin? Also ich meine, warum hat er sich nochmal genau das aufgeschrieben, um sich wieder daran zu erinnern, wenn er seinen Abo-Special Leuten davon erzählen will oder wie? Ja, ich weiß nicht. Auf der letzten Seite wird die Schrift unleserlich, als wäre der Eintrag hastig geschrieben worden. Was steht dort drin? Jetzt beleben wir ihn wahrscheinlich wieder oder so. Was hat diese verdammte Hexe mit mir gemacht? Ich muss einige Zeit ohnmächtig auf dem Boden gelegen haben. Denn als ich wieder zu mir kam, war ich allein im Raum. Doch seitdem höre ich permanent dieses Flüstern in meinem Kopf. Diese Stimmen machen mich wahnsinnig. Ich muss dieses Buch bekommen, welches Lady Nyria bei sich trug, als sie mich mit diesem verdammten Zauber verflucht hat. Es ist der Schlüssel, um diese Stimmen wieder loszuwerden. Doch wie kann ich dieses Miststück in Burg Horan angreifen? Die Soldaten dort sind irgendwie verändert worden. Hat diese Hexe sie mit dem gleichen Zauber belegt wie mich? Warum haben sie mich einfach fortgehen lassen? Warum hat mich diese Hexe Nyria nicht an meiner Flucht gehindert? Welches verdammte Spiel treibt sie mit mir? Vampire Storm 3. Ich bleibe vorerst hier in meinem Versteck, geschützt durch meine Soldaten, bis ich einen Weg gefunden habe, dieser Hexe auf Burg Horan das Buch zu entreißen. Achso, wir müssen zu Burg Horan. Übrigens, Burg Horan. Achtung, Spieler, du musst jetzt nach Burg Horan gehen. Hinweis. Du musst es noch ein paar Mal sagen, Steve. Ja. Der Kerl hat das Buch nie besessen. Stattdessen befindet es sich in den Händen von dieser Nyria auf Burg Horan. Das ist doch schon mal ein guter Hinweis, Asgard. Da wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Verdammt, es ist so schlimm wie befürchtet. Jenna muss ihre Schwester Nyria das Buch Eras gegeben haben.
Dann müssen wir nach Burg Horan fliegen und das Buch von dieser El-Rasure holen. Bist du verrückt? Du hast doch gesehen, wie in Athronos passiert ist. Die ist jetzt ein verdammter El-Ras mit einer Armee an korrumpierten Soldaten. Wir holen uns das Buch. Selbst wenn ich dafür jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt in einen Vampir verwandeln muss. Ja, das klingt lieber clever. Was ist Valnar? Was soll dieser schweigsame Blick? Kümmer dich um deinen Kram. Ich bin einfach gerade in meinen Gedanken gefangen. Moment mal. Deine Hände zittern ja. Ich warne dich. Wenn du mir etwas verschweigst, dann... Ja, aber was, Valnar, verschweigt das? Erfahren wir im nächsten Part. Ich war DC Steve und... Euer Glaub mit den 4 Achten. Wenn Sie unbedingt einen Kommentar, Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschö, tschö.